Hallo meine Beauty-Bunnies und schön, dass ihr dabei seid beim neuen Video hier von mir. Ich bin endlich wieder am Start, ich war etwas länger weg, ich hatte Stress auf der Arbeit, dann hatte ich Rückenschmerzen und konnte kaum sitzen, habe mich zur Arbeit hingequält und dann wollte ich endlich drehen und zack, liege ich flach mit einer Erkältung. Ja, war etwas anstrengend. Also wenn ich noch nasal rede oder du irgendwas hörst oder meine Nase rot ist wie Klein Rudolf, dann weißt du, woran es liegt. Das liegt nicht am Make-up, sondern einfach daran, dass ich noch ein bisschen krank bin. Wir kommen aber endlich zum Video und was heute los ist. Wir testen heute gemeinsam die Blooming Brights LE von Essence aus. Die liegt schon etwas länger hier und trotzdem möchte ich sie noch gerne testen, auch wenn du sie schon überall gesehen hast. Ich habe sie noch nicht getestet, ich bin mega gespannt, wie die Produkte sind. Wenn du Bock drauf hast und wissen möchtest, wie ich die Produkte finde, dann bleib auf jeden Fall dran. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Genau hier, vielen lieben Dank dir und ich würde sagen, wir fangen an. Es wird auf jeden Fall pink. Ich hoffe es zumindest, denn ein bisschen Frühling kann ja mal langsam nicht schaden. Den Start macht die Palette hier. Ich habe jetzt schon Foundation drauf. Ich bin gespannt, wie es nachher wird. Die Palette ist uns eine Pappumverpackung. Hinten nochmal das Kleingedruckte. Kommt ohne Spiegel daher und so sieht das Farbschema von innen aus. Pinke Töne, also die interessieren mich so am meisten. Schimmerbraun und der hat hier ein total wunderschönes Pressing. Das zeige ich dir auch mal, bevor ich das mit meinem Pinsel zermatsche. Das Pressing ist wirklich schön, eine florale Blume, wie auch von außen. Also es ist so ein roter Faden irgendwie da drin. Du siehst auch in der Mitte zwei Lidschatten, die man einmal nass und trocken verwenden kann. Nämlich die beiden hier. Wir werden also damit einen pinken Eyeliner auf jeden Fall heute testen. Ich schminke damit mal einen Look. Was es wird, kann ich dir wie jedes Mal nicht sagen. So also ein bisschen Überraschung, ne? Und muss man einfach schauen, was daraus wird. Wenn du Bock drauf hast, bleib auf jeden Fall dran. Ansonsten spul gerne vor bis zum nächsten Produkt. Ich starte mit der hellsten Farbe und sette damit einfach mal mein Lid. Und die ist da. Ist aber ein... Oh, es krümelt. Ich hoffe nachher mit dem Pink nicht. Ist ein Vanilleton. Kein richtig klares Weiß. Ich würde eher Vanilleweiß sagen. Ich setze mir das helle Orange in mein Augeninneren. Echt ein krasses Neonorange. Ich glaube, euch kommt das gar nicht raus als Neon. Man könnte sich jetzt fragen, warum habe ich erst das Weiße drunter gegeben, wenn ich jetzt eh mit Farbe arbeite. Ist einfach wie so eine Leinwand, die ich sette. Hätte ich sofort mit diesem Ton gestartet, wäre wahrscheinlich fleckig geworden. Und so verhindere ich das so ein bisschen. Ich gehe weiter in das Pink. Das ist etwas schwieriger als das Orange im Auftrag. Ja, die Abgabe ist nicht so leicht. Bei dem Orange ging das echt easy peasy. Also bei dem Ton ging es total leicht, der ist etwas schwieriger. Ja, kriegen wir schon hin. Ja, also das Orange ist definitiv stärker da, das seht ihr glaube ich auch schon. Ich brauche jetzt noch eine dunkle Farbe und ich gehe in das Braun hinein, was so ein schönes Pressing hat. Dann brauche ich so einen passenden Pinsel. Ja, jetzt ist das Pressing schon weg, ne? Also gut, ich es vorher euch gezeigt habe. Das krümelt doch. Wo ich das ganz vorsichtig auftrage. Wirklich ganz vorsichtig, mit viel Liebe. Also der braune Ton ist fleckig im Auftrag, kann aber auch an den Farben darunter einfach liegen. Oder daran, dass ich das einfach nicht kann. Das kannst du dir jetzt aussuchen. Hm. Okay. Mal hätte ich jetzt unten einmal alles weggewischt. Das kann ich jetzt nicht machen. Ne? Also ich bin jetzt mal total ungewohnt, wenn ich erst Foundation drauflege und dann erst meine Lidschatten mache. Aber wie macht ihr das alle so? Dann habe ich das doch hier so schwarz. Seht ihr das? Ich weiß auch nicht. Ich mag das nicht. Na gut. Ich werde mir jetzt noch einen pinken Eyeliner aufsetzen. Nämlich mit diesem Shade hier. In der Mitte genau. Damit wir mal schauen, wie funktioniert das. Es gibt jetzt verschiedene Pinselarten, die man dafür verwenden kann. Es gibt auch so einen komischen, schrägen. Ich muss gestehen, ich komme damit nicht so zurecht, weil ich finde die nicht so fein genug. Und dann gibt es solche Spitzen, ja, so abgeschrägt. Damit komme ich am besten zurecht, weil ich finde, ich kann das dann nach außen schön ziehen. Ich habe für solche Produkte, das funktioniert bei mir aber mit jedem eigentlich,
ein Solution Wasser. Das macht das Ganze etwas cremiger und nicht nur mit Wasser, sondern ist irgendwie angenehmer von der Konsistenz her. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Und es hält auf jeden Fall besser. Ich weiß gar nicht, wo ich das bestellt habe. Ich habe bei Purish. Kann sein. Ich verlinke es euch auf jeden Fall unten. Davon gebe ich einen Tropfen. Ich weiß gar nicht, ob du es jetzt siehst. Da ist ein Tropfen drauf. Auf diese Wasser-Solution. Und jetzt sehe ich, dass mein Pinsel noch dreckig ist. Wie prima. Also das kann man dann hier so wunderschön anrühren. Ich hoffe, du kriegst das so ein bisschen mit, was ich hier tue. Dann hat man das auf seinen Pinsel. Und könnte damit Linien ziehen. Ich muss sagen, sehr deckend, funktioniert auf dem Handrücken perfekt. Kann aber auch an dieser Wasserflüssigkeit hier liegen. Das funktioniert eigentlich bei der mit jeder. Je mehr du reingibst, umso flüssiger wird es logischerweise. Du kannst das wunderschön anrühren. Ich mache das mal so ein bisschen weiter nach hinten, dann siehst du das. Wird etwas schmierig. Also ich klecker mich hier gut ein. Ne? Hat was vom Farbkasten gerade. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht für jeden was ist. Ja. Und dann gucken wir mal, wie deckend das ist. Okay, damit man das außen sieht, werde ich noch einmal in das Orange reingehen. Mache also das gleiche, einen Tropfen und rühre mir dann die Farbe an, weil ich glaube, dass man Pink hinten nicht sieht, weil ich natürlich schon Pink verwendet habe. Ja, das sieht man was besser. Und ich habe geschmiert. Das kannst du. Palette ist bis jetzt okay. Ich weiß nicht, ob ich das immer mit diesem Pink und so machen würde. Vielleicht mal ganz nett. Aber es versaut doch ganz gut die Palette ein. Also du siehst das schon. Die ist dann nicht mehr schön. Also man kann sie nicht mehr weitergeben oder andere damit schminken, weil die denken, ja, was hast du denn damit gemacht? Man kriegt es doch nicht mehr sauber. Also es hält schon, ne? Zumindest an dem Plastik oder an der Papierverpackung. Das sieht man. Ich werde mich mal eben, soweit es geht, fertig schminken. Wir haben ja noch einen Blush und noch zwei andere Produkte, die recht interessant sind. Unter anderem einen Sponge. Und ich muss sagen, der macht einen super Eindruck für die Drogerie. Ich glaube, es ist mit der Beste momentan aus der Drogerie. Der war auch in dieser LE dabei. Normalerweise sind die von Essence immer recht hart und sind so wie Steine. Pop, pop, pop. Aber der ist richtig schön fluffig. Ich habe einen Original Beauty Blender hier. Der ist jetzt nicht sauber, nicht gewaschen, aber ich muss sagen, der ist ein Ticken weicher als der Beauty Blender und deswegen präferiere ich den Moment. Den probiere ich jetzt gleich aus mit meinem Concealer und den anderen Produkten, die noch drauf müssen. Ja, den kann ich schon mal weiterempfehlen, Palette soweit auch, aber mal schauen, was der Rest noch so kann. Mein Make-up ist noch nicht fertig, auch wenn es fast so aussieht. Mir fehlt ein guter Blush und der kommt ebenfalls in der Blooming Brights LE vor. Das ist der Blushleiter. Vielleicht ist das gar kein Blush, sondern nur so ein Überwurf am Blush. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Kombiniert leuchtenden Pink- und Orangetöne mit einem Hauch von Gold für strahlende Wangen. Verpackung ist eine Plastikumverpackung. Du siehst also direkt, was drin ist. Und wir haben einen Verlauf zu Pink und Orange. Sehr weich. Ich swatche jetzt beide mal. Passen beide zum Outfit. Was ich jetzt allerdings machen werde, ist, ich fahre durch beide durch. Und wir hoffen, dass das einen guten Swirl ergibt. Auf der einen Seite ist mehr Orange und auf der anderen Seite mehr Pink. Also er ist gut Abgabe da. Richtig gut. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie ich das auf den Wangen macht, wenn ich das in Kreisbewegung aufgebe. Der ist intens. Ja. Reicht gleich für die Wange auch noch? Nein. Also mit einmal kommt man gut hin. Ich gehe wieder durch beide. Ich versuche den jetzt immer so ein bisschen in sich selbst zu drehen. Abklopfen und dann nochmal. Ah, hier habe ich jetzt ein bisschen mehr Orange erwischt.
ich glaube, für viele ist der echt so intensiv. Also man sieht auf jeden Fall die goldenen Partikel. Ein Highlighter, weiß ich nicht, ob ich den auch noch drüber geben würde. Ich glaube, das wäre mir zu viel, um ehrlich zu sein. Ja. Den Blush kannst du dir auf jeden Fall mal anschauen. Gar nicht so schlecht. Ich finde es ganz schön. Ich glaube, für den Sommer finde ich ihn schöner als für den Frühling. Auch für die Farben. Aber es passt auf jeden Fall zu der Palette. Und das ist ja meistens nicht so. Bei mir ist dann der Blush, der immer aus der Reihe tanzt. Wir haben jetzt noch zwei andere spannende Produkte. Und ich würde gerne mit diesem Produkt erstmal weitermachen. Das ist der Mattifying Stone Roller. Und ich habe gerade eine neue Foundation mal ausprobiert. Und ich sehe schon, ich öle an der Stelle, wo ich es nicht mag, nach. Und dafür soll das angeblich sein. Aber ich packe das erstmal aus und dann schauen wir uns das an. Und so sieht das gute Stück ausgepackt aus, mich eher wie so ein Marker, aber sind wir mal gespannt, was das gute Teil können soll. Mattierender Steinroller, strahle an den richtigen Stellen. Der Gesichtsroller aus echtem Vulkanstein gleitet mühelos über deine Haut, absorbiert das überflüssige Öl und hinterlässt ein mattes Erscheinungsbild. Anwendung sanft über das glänzende Gesicht rollen, über die Partien und strahlen. Okay, also glänzend ist hier auf jeden Fall und hier immer. Ja, geht ganz gut. Ist ein bisschen kühl. Ich sag's nur so ein Stein, ne? Also. Ich glaube, ich mag es lieber als der Mattifying Papier. Es gibt dieses Papier, was man sich auf die Haut legen kann. Das mag ich leider nicht. Ja, dann sieht man hier an diesen Bällchen, dass das an gewissen Stellen feuchter ist. Ja, gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich werde es mal testen. Ich fahre bald in Urlaub. Dann nehme ich das mal mit und werde dir gerne berichten, ob das was bringt oder nicht. Pony einmal runter und Frisur sitzt wieder. Wir kommen zum letzten Produkt für heute. Das ist der Blooming Brights Lip Glow Stick aus der LE. Es gab nur zwei Stück. Ich habe mich allerdings nur für die Farbe 02 Blooming Up entschieden und natürlich ein Orange. Also wer mich kennt, der weiß, ich liebe Orange und ich hasse Pink. Bin jetzt gespannt, ob man den sieht. Ja, ne? Und das, was ich rieche, riecht gut. Okay, für mich ist es ein Pflegestift, kann ich gerade super gebrauchen, aber es ist für mich kein Lippenstift, der super deckend ist. Und ich muss sagen, ich sehe kein Stück von diesem Orange. Ich hätte mir etwas mehr gewünscht, bin ich ehrlich. Ja, ist etwas. Ist ein bisschen mehr. Färbt er denn auf der Hand ab? Das testen wir jetzt nochmal. Vielleicht ist das einfach nur mit meinen Lippen nicht gerade so. Ja, so ein Hauch, ne? Also auch hier siehst du wirklich nur so ein Haar. Wenn die Lippen doch schon recht rot sind wie meine, dann sieht man das dann leider nicht so. Meine Beauty Bunnies, das ist der fertige Look mit den fast neuen Produkten aus der Blooming Brights Allee von Essence. Schande über mein Haupt, ja, ich weiß. Übrigens, das, was ich dir gerade in die Kamera zeige, sind doch meine Highlights. Wie auch der Sponge, der in Verwendung ist, weil der ist mega gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn es ist, dann lasst dem Video gerne einen Daumen oben da. Vielleicht auch noch ein kleines Abo, wenn das noch nicht erfolgt ist. Vielen lieben Dank dir für deine Unterstützung. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Video. Ich habe wirklich tolle Sachen zu präsentieren. Ja, seid gespannt und bis dann. Tschüss!